Moinsen, Servus. Willkommen zurück bei einer weiteren Folge Gothic 3. Wir gehen zusammen mit dem Gembak auf Ivan-Jagd. Wir suchen nämlich irgendjemanden namens Ivan. Keine Ahnung. Deswegen gucken wir mal. Wo auch immer der sich versteckt hält, er meint, das ist irgend so ein Bandit, keine Ahnung. Er muss wissen, wo es lang geht. Auf der Seite waren wir vorher noch gar nicht. Ich hoffe, wir werden nicht zu weit hier wegdriften. Ey! Kollege! Hallo! Gut gemacht! Lag! Ein Überfall! Alter! Ich rette dich! Alter, ey, das muss er erstmal hier laden. Das passiert, wenn man sich einfach so ohne irgendwas ins Blaue aufmacht, ey. Das war schon alles? Ja, leider. Dachten wohl, die können uns hier hops nehmen, ne? Ist aber nicht. So, wo bin ich? Ah! Kannst du nicht einfach vernünftig rendern, Spiel? Warum bist du so programmiert? Warum bist du so, wie du bist? Her damit, Freunde. Ah ja, okay. It's real bandit hours. Du raffst auch gar nichts, ne? Ich hab den Low Ground. Aua. Oh Gott. Tschüss, das war lit. Ja, sehe ich auch so. La 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 la. Ist die Hellebarde noch irgendwo? Egal. Digga, was mit dem denn? Der rafft ja gar nichts da oben. Du wagst es nicht so gut gemacht. So nisch, mein Freund. So nisch. Digga, hast du was geraucht? Da! Ich komme schon. Minion? Wo kommt der denn her hier? Wer ist das überhaupt? Alter. Hallo, ich hab doch geblockt. Ich muss meinem Kollegen helfen, jetzt sauf endlich was. Aua. Bleib stehen! Da ist er ja, Ivan. Ivan der Renegat. Hä? Und du da, geh mir nicht auf den Sack, du da hier. Mittelschwerer, du. Jawoll. Alter. Denn mein Freund. Ein guter Kampf. Oh ja. So macht man das auch. Du hast ganz schön eingesteckt, mein Junge. Aber tapfer gekämpft. So, dafür mache ich jetzt uns einen Schnitzel. Wie wär's damit? Zur Feier des Tages hier. Lecker mit Panade und allem. Und Marinade kickt richtig. So. Was für ein Theater. Yes. Lief doch mega geil. Ivan ist tot. Gut, dann werde ich weiter in der Arena kämpfen, bis ich wieder eine Gelegenheit bekomme. Ehre und Stärke, Mara. Lebt wohl. Du bist in Ordnung. Es war richtig Batman-Style, was wir hier gemacht haben. Schließlich haben wir hier im Grunde einen Verbrecher verkloppt. Was hast du so Cooles bei dir? Oh. Langweilig. So, gleich wieder zurück. Wo sind wir überhaupt? Ach du Scheiße. Gibt's hier irgendwas von spirituellem Wert? Irgend sowas? Ich glaub nicht. So. Nice.
Aber dann wollen wir mal wieder zurück, ne? Das hat Spaß gemacht. Soll ja noch diesen Assassinen verkloppen. Ja, da habe ich keinen Bock drauf. Weil ich verklopp ungern Assassinen. Ich versuche mit dem zu reden. La 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 la. Ui, Halbpflanze, komm her. Du bist jetzt mein Eigentum. Digga, wir haben auch so viel von diesen Pilzen, ne? Wir haben noch keinen einzigen konsumiert. 136 Krötenwurz, 380 Morgentau, meine Fresse. Und 70 Dämonenpilze. Morgentau wächst ja auch wie bescheuert, ne? So, jetzt wollte ich aber, bevor ich mit denen rede, werde ich jetzt erstmal hier dort anfangen, wo ich zuletzt war. So. Was willst du, Mama? Nur labern. Wo sind wir hier? Ist das die Kneipe? Das sieht gut aus. Ah, du bist der hier, der Mirzo. Okay, jetzt muss ich mich gut stellen. Willkommen in meinem bescheidenen Geschäft, Sohn des Mutes. Suchst du Waren aus der fernen Wüste oder bist du auf der Suche nach seltenen Artefakten? Bei mir wirst du fündig. Nee, danke. Du verkaufst Artefakte? Welch merkwürdige Frage, Sohn des Mutes. Weißt du denn nicht, wo du hier bist? Das ist Geldern, das Sammelbecken für alle Artefaktjäger des Landes. In keinem Teil Myrtanas gibt es mehr Artefakthändler und Suchende als hier. Nice. Nee, danke. Woher bekommst du deine Artefakte? Ich bitte dich, mein Freund. Was für ein Geschäftsmann wäre ich, würde ich dir meine Quelle preisgeben. Du lässt deinen eigenen Bruder Marzin in der verlassenen Mine Artefakte ausgraben. Wie in Biljars Namen hast du das herausgefunden? Der arme Hund buddelt sich da draußen die Hände wund, damit du hier Profit machst. Psst, nicht so laut. Muss ja nicht gleich jeder mitkriegen. Ich zahl dir auch ein hübsches Sümmchen, damit du dicht hältst. Hier, nimm, mein Freund. Die Orks dürfen nicht wissen, dass die verlassene Mine im Norden doch noch ertragreich ist. Wenn sie das mitkriegen, werden sie die Mine wieder besetzen. Dann bin ich ruiniert. Zeig mir deine Ware. Ich habe alles, was du willst, Sohn des Mutes. Aha, Magierstab. Der ist heftig. 12.500. Ja, ist klar. So, jetzt wird erstmal verhökert. Oh, ich liebe Assassinenwaffen, deswegen behalte ich die einfach mal. Mei. La 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 la. So, schon besser. Sind wir bald bei 30.000. Oder soll ich doch die Quest machen? Keine Ahnung. Sieht nicht so aus, als würde ich was bekommen von den Assassinen. Ich mach's mal. Ich hau dir jetzt im Namen von Agenak ein paar aufs Maul. Du bist ja mutig. Na schön, dann zeig mal, woraus du gemacht bist. Du bist keine Herausforderung für mich. Ah, hey! Ah, Alter. Auf mich zu schlagen! Bin ich gerade auf dem. Warum bin ich auf den Sklaven gegangen, ey? Das ist ärgerlich. So, ich brauch deinen Krams. Oh, Teleportstein nach Geldern. Also war das sogar quasi eine gute Idee, da ranzukommen. Und wie jetzt? Wo ist das zweite Schwert? Ist es sonst wohin geflogen? La 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 la. Ah, da. Ich hoffe, du bist nicht sauer. Du wirst schon. Geh jetzt besser. Sorry. Du, was willst du? Jetzt mag er dich mal handeln. So. Mirzo hat aufs Maul bekommen. Respekt. Oh, oh. Der
gar nicht zugetraut. Hey, ich hab deinen Arena-Dudes gekloppt. Das ist gut. Ich hab deine Arena-Kollegen verkloppt. Respekt, das hätte ich gar nicht von dir gedacht. Ey, bruh. Hast du überhaupt gelernt? Oh, hier ist auch eine Mine. Ja, stimmt, Geldern ist übrigens auch in Methana als die Minenstadt bekannt. Also, weil auch viele umliegende Stollen verwaltet werden. Unter anderem auch der hier, der in der Stadt ist. Kleiner Funfact, Geldern ist ja, glaube ich, auch eine Stadt in Ruhrpott irgendwo, ne? Bei Bochum oder so. Die haben es einfach eiskalt genauso genannt. Ist nice. Moin. Was geht hier so ab? Aha. Kann man hier Fleisch braten? Ja, kann man theoretisch. But I don't have one. Alter, ey, was ihr hier schuftet. Geh jetzt besser. Ich will keinen Ärger haben. Wer will das schon? Hallo? Mach dir keinen Ärger, klar? Ist hier irgendwie, mit dem man palavern kann? Hast du nichts zu tun? Orke Söldner. Noch ein Lagerfeuer. Lass mich in Ruhe. Alter. Ja. Yo. Oh, Hallöchen. Ach, nee. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Hier liegt einfach ein gammeliger Feuerkelch. Einfach so, einfach so. Ja, das lief jetzt aber nicht gut, ne? Wollt's wohl ins Kloster nach Nordmar bringen, ne? Also das war jetzt wohl die schlechteste Möglichkeit ever. Komm ich irgendwie an das Schwert ran von dem Typen? Ich will das Schwert haben. Nee, will er nicht. Dann soll es so sein. War wohl irgendein Paladin, der orientierungslos war. Whatever. So. Eifriger Sklave. Der Brocken will nicht abgehen. Der Brocken. Wenigstens eine freie hier. Haki, Haki. Oh. La la la. Na. Okay. Gut. Ich glaube, wir müssen einfach besser werden. Und mit besser meine ich mehr mit dieser Mine questmäßig tun zu haben. So, was haben wir denn hier? Hallo Hamil. Interesse an seltenen Artefakten, Fremder? Ja. Mein Name ist Hamil. Ich kann dir die besten und günstigsten Artefakte anbieten. Du bist Händler im Sklavenviertel? Jeder tut, was er kann. Mein Los ist es, in diesem Sklavenloch festzustecken. Aber meine Ware ist trotzdem von allerbester Qualität. Woher bekommst du deine Artefakte? Ach, mal hierher, mal daher. Fällt immer mal wieder was ab in diesem Nest. Das heißt, du stiehlst es den Orks? Stehlen ist ein so hartes Wort. Die Menschen sollten doch zusammenhalten, findest du nicht? Zeig mir deinen Krempel. Ich kann hier einige verpetzen, habe ich das Gefühl. Ich weiß, Geld, aber die sind es wert, glaube ich. Die sind's wert, weil altes Wissen ist kostbar. Hier. Damn. Etwas über die Geschichte der alten Kultur. Hier steht etwas über die alte Magie. Und schon erstmal auf 15 erhöht. Etwas insgesamt. Über die Geschichte der alten Kultur. Etwas über die Geschichte der alten Kultur. Ehre. Einfach Ehre. Du solltest jetzt gehen. Stör mich nicht. Oh, die haben hier alle schön zugeguckt, während wir uns hier... Ich ruhe mich ein wenig aus. Du solltest jetzt gehen. ...gekloppt haben, ne? Was geht da oben? Das ist so Gruppenquartiere, ne?
La, 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 la. Du solltest mich besser nicht stören. Okay. Wer ist das hier? Nemrock. Wo willst du hin, Mora? Wer bist du? Ich bin Nemrock. Ich kümmere mich um die Belange der Schamanen. Begegne ihnen mit Ehrfurcht, sonst wirst du meine Klinge spüren. Ich hoffe, wir verstehen uns. Mhm. Was für ein Tempel ist das hier? In diesen Hallen befindet sich der Hauptsitz der höchsten Würdenträger der Schamanen. Unser Anführer Grog regiert von hier aus die alte Alchemistenstadt Geldern. Oder so. Ich will mich in den Dienst der Schamanen stellen. Du bist ein kräftiger Bursche. In den umliegenden Minen kannst du deine Manneskraft unter Beweis stellen. Wow! Aber vielleicht bist du ja gut im Kampf. Dann wärst du besser bei den Söldnern oder bei den Gladiatoren aufgehoben. Die Schamanen empfangen Männer, die einen guten Namen in der Stadt haben. Was sind die Belange der Schamanen? Wir schürfen Gold, Schwefel, Artefakte und andere wertvolle Bodenschätze für sie, Mora. Die Minen müssen ertragreich sein. Das ist meine Aufgabe. Aha. Nein! Nope. Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Das ist interessant. Erzähl mir was über Xardas. Der Magier kennt das Wirken der Götter. Er trägt das Wissen vieler Leben in sich. Er ist erwählt. Erwählt von Belia, seine Macht zu tragen. Naja, eigentlich hat er sich die Macht genommen. Wir suchen Artefakte. Mehr ist im Moment nicht wichtig. Ich will für dich arbeiten. Normalerweise lasse ich mir von einem Mora höchstens eine Keule Fleisch bringen. Aber ich denke, für einen Kämpfer hätte ich eine Aufgabe. Ich brauche einen neuen Boten. Mhm. Was ist mit deinem letzten Boten passiert? Er wurde von Minecrawlern gefressen. Geil. Was hätte ich zu tun als dein Bote? Du würdest in meinem Namen zu den Minen gehen, dich über die ausbleibenden Erträge informieren und sie zu mir bringen. Und wenn die Minen nicht ertragreich sind, dann wirst du sie wieder in Gang bringen. Ganz einfach. Was wirst du in der Zeit machen? Werde nicht anmaßend, Morgan. Sonst kann ich dir mal zeigen, wer die Herren dieser Stadt sind. Was? So, Bote nennst du das. Hört sich eher nach tödlicher Knochenarbeit an. Willst du nun für mich arbeiten oder was? Yes. Ja, ich kann mich erinnern, sowas gesagt zu haben. Dann hör auf, dich zu beschweren. Ja. Gut, ich übernehme den Job. Dann fang endlich an und hör auf, nur darüber zu reden. Was ist denn mit dir? Was brauchst du von der Schwefelmine? Boah, das wissen wir faule das? Pack in der Schwefelmine im Norden hat mir 30 Schwefelbrocken zugesagt. Geh und treibe sie ein. Mhm. Was soll ich mit den Goldminen machen? Ich warte schon seit Tagen auf 50 Goldbrocken aus den Minen im Norden. Geh und bring sie mir. Wie du das anstellst, ist mir gleich. So. Woher bekomme ich Artefakte für dich? Viele Artefakte haben wir aus der Wolfsmine herausgeholt. Werden da Wölfe abgebaut? Ein Rudel Stollenwölfe hat sämtliche Sklaven gefressen und die Wärter gleich mit. Toll. Besorge dir aus dem Sklavenviertel einige eifrige Sklaven und bring die Wolfsmine wieder in Gang. Och nee. Die Sklaven werden dir den Weg zur Mine zeigen. Doch vergewissere dich, bevor du die Sklaven zur Wolfsmine bringst, dass die Stollenwölfe fort sind. Wo finde ich noch Artefakte? Ach du Scheiße, ey. Außer in der Wolfsmine. Bist du zugeballert? In diesem Teil Myrtanas, um Geldern herum, ist eine große Menge an Artefakten zu finden. Wir sind bisher noch nicht dazugekommen, alle Bereiche zu erschließen. Im Norden gibt es eine alte Ruine auf einer Felsspitze. Geh und sieh nach, was dort zu holen ist und bring es mir. Hier, ich habe Schwefelbrocken. 30 habe ich gesagt. Bist du taub? Wow. Geh und hol den Rest. Ich hab einfach einen. Hier hast du Goldbrocken. Das sind noch nicht genug. Ich brauche 50. Geh und hole sie. Gibt es Minen im Süden von Geldern? Dort gibt es eine verlassene Mine. Nee. Doch graben wir dort nicht mehr.
Sie warf nicht mehr genug ab. Verlassen. Oh. Die verlassene Mine ist doch noch ertragreich. Woher weißt du das? Mirzo, der Assassine, bekommt seine Artefakte von dort. Damit ist jetzt Schluss. Ich werde die Mine wieder in Betrieb nehmen. Sehr gute Arbeit. Hier ist dein Lohn. Du bist es wert. Einer der Sklaven handelt mit geklauten Artefakten. Wer? Wie ist sein Name? Hamiel. Das ist doch nur ein kleiner Schleim, Fisch. Schleim. Dahinter steckt einer der Alchemisten in der Stadt. Geh und finde heraus, für welchen Alchemisten Hamiel arbeitet. Ach ja, das ist also der Tempel hier, der Schamanen. Können wir da einen Blick riskieren? Nicht viel. Okay. Das gibt doch nur. Gucken wir uns mal weiter hier um. Alter, dieses Fensterglas, das sieht geil aus. Wer ist hier drin? Da sind auch Schamanen. Hallo Grimboll. Ich brauche Schwefel. 5 Stück. Ach was. Verarsch mich nicht. Bring mir Schwefel. Sonst mache ich dir Weine. Aber lass dir nicht einfallen, die unbehandelten Schwefelbrocken anzuschleppen, klar? Was? Hier bitte. Hier hast du deine 5 Stück Schwefel. Gut. Ehre. Hier hast du einen Heiltrank. Und jetzt verschwinde, ich habe zu tun. Fair enough. Das ist so eine richtige Oblivion-NPC-Conversation gewesen. Zeig mir deine Ware. Gib mir Schwefel. Okay, hier hast du ihn. Danke. What? Lmao. Ah ja, wie viele Fläschchen haben wir eigentlich? So leere. Was sieht man denn das? Gesundheit, mein Herr. Wo haben wir denn die Flaschen, ey? Da, 47. Hier gibt's doch safe irgendwo. Buchständer. Alter Alchemisten. Hier steht was über Alchemie. Was ist das denn? Das ist Diebstahl, wenn ich das mitnehme. Wer bist du? Hallo. Moras schreiben dumme Sachen. Hallo. So. Davon kann ich 14 machen. Davon kann ich 5 machen. Davon kann ich 19 machen. Dazu fehlen mir die Zutaten. Jetzt brauche ich Wasser. Wasser! Zeig mir. Wie viel Wasser hast du denn? Das ist Wein. Ah, er hat gar kein Wasser. Du Trockner, du. Schäm dich, du Hanswurst. Boah, Mühlstein. Mühlstein geht immer ab, ey. Oh, yeah, das ist boy. Zu schwer für mich. Oh, schade. Mensch, Min Jung, 220, du bist doch ein kräftiger Farid Bang-Bursche. So. Oh, ein Feuermagier. Ich grüße dich. Verdammt nochmal. Geht es etwa wieder nicht schnell genug? Wann kapiert ihr Idioten es endlich? Ich brauche meine Zeit, um die ganze Truppe hier zu versorgen. What? Du bist ein Feuermagier. Das war ich mal. Jetzt bin ich der Koch für das gefräßige Söldner. Mau, was jetzt darfst du das noch? Du gehörst auch zu dem Verein. Ist so, ist so. Ein Feuermagier sollte nicht fluchen. Ich weiß es selber. Mir sind die guten Manieren vergangen. Alles, was ich will, ist meine Ruhe. Verdammt nochmal. Ich sehe, du trägst immer noch deine Robe. Ja, in der Hoffnung, dass dieser Albtraum bald vorbei ist und wir Menschen wieder frei sind. Mit deiner Einstellung kommst du hier in der Stadt nicht weit. Was gibt es Schlimmeres, als hier Koch zu sein? Den Tod? Ich fürchte nicht den Tod. Ich werde kämpfen, wenn es soweit ist. Und es gibt hier viele in Geldern, die das so sehen wie ich. Glaube mir. Cool. Nee. Erzähl mir mehr über die Söldner. Die Söldner arbeiten für Gold. Gold von den Orks oder Gold von den Menschen. Das ist ihnen gleich. Das ist auch schon alles, was man über diese korrupten Typen wissen muss.
Einer von ihnen hat sogar seine eigenen Leute getötet. Für Gold. What? Welcher Söldner tötet hier seine eigenen Leute? Sein Name ist Ivan. Oh, er hatte immer schon eine große Fresse den Orks gegenüber. Er ist eher ein gottloser Bandit als ein Söldner. Momentan bewacht Ivan mit seinen Jungs eine Mine im Norden von Geldern. Echt? Der gottlose Söldner Ivan ist tot. Ich fand ihn im Norden mit einem üblen Haufen Banditen. Ich hatte schon darüber nachgedacht, mit ihm gemeinsam eine Revolte zu planen. Lol. Innos sei Dank, dass ich es unterlassen habe. Das Schwein wäre uns glatt in den Rücken gefallen. Hier, nimm ein paar Tränke. Yeah. Ich könnte jetzt auch einen Schluck vertragen auf den Schock. Wo sind die anderen Feuermagier? Sie sind auf der Suche nach den 12 Feuerkelchen der alten Magie. In dem großen Kloster in Nordmar. Sie hoffen damit, den Paladinen ihre magischen Fähigkeiten wiederzugeben. Diese Kelche müssen gefunden werden. Das Kloster braucht jeden einzelnen davon. Hörst du? Wo finde ich die Feuerkelche? Meine Studien der Geschichte von Geldern ergaben Aufschlüsse darüber. Demnach scheint es sicher, dass einer der Kelche in der Mine hier in Geldern zu finden ist. Oh, ist ja langweilig. Ein weiterer, allerdings recht unsicherer Hinweis weist auf den Tempel von Geldern. Verstehe. Sure. Was muss ich tun, damit du die Menschen dazu bringst, gegen die Orks zu kämpfen? Ich muss wissen, ob die Schamanen einen der Feuerkelche in ihrem Tempel verwerten. Ich denke nicht, dass es so ist. Jedoch bereitet es mir trotzdem schlaflose Nächte. Rede mit Grog, dem obersten Schamanen, und vergewissere dich, dass sie keinen Feuerkelch haben. Erst dann werde ich dir helfen, die Menschen zur Revolte zu bewegen. Okay. Kannst du mir trotzdem die Kunst der Magie beibringen, obwohl du jetzt nur noch kochst? Na schön, ich werd's versuchen. Was Bring mir etwas so über alte alles? Magie bei. Alles Wissen. Okay, er kann mir also gar nichts über Dingens. Stabkampf lernen. Toll. Nur ein bisschen alte Magie für früher. In Zukunft, ne? Wow. So. Cool, dann ist ja auch noch ein Magier. Gucken wir mal, wen wir hier noch alles finden. Cool. Orksöldner. Hallo. Willkommen in Geldern, Fremder. Was kann ich für dich tun? Du bist Händler? Richtig. Ich handle hauptsächlich mit Artefakten. Also wenn du welche findest, bringe sie mir. Was weißt du über Artefakte in der Stadt? In der Festung auf der Südseite der Stadt ist ein Lager, in dem wertvolle Stücke aufbewahrt werden. Welche Artefakte interessieren dich besonders? Man sagt, dass hier in Geldern die 7 alten Ringe der Alchemisten sind. Die Dinger sind mehr als 3000 Goldmünzen wert auf dem Schwarzmarkt. Die 7 Ringe der Alchemisten hätte ich schon gern in meinem Besitz. Aha. Du redest wie einer, der das Diebeshandwerk versteht. Ich kenne viele Diebe. Das bringt der Artefakthandel so mit sich. Ich selbst bin allerdings nicht so bewandert in diesen Dingen. Aber ich hörte, dass Laris, einer der größten Diebe Myrtanas, in der Stadt sein soll. Oh, das muss ich mir gönnen. Ich kenne Laris. Ich könnte ihn dir vorstellen. Würdest du das tun? Mensch, das wäre mir glatt 1000 Goldmünzen wert. Mir auch. Ich sehe, was ich tun kann. Zeig mir deine Ware. Oh Mann, was habt ihr denn? Ihr mit euren Steintafeln. Die werden gegönnt. Kann dir doch egal sein. Kietriche habe ich genug momentan und ich sollte schon sparen. So. Nice. Etwas über die Geschichte der alten Kultur. Wird schon besser. Darf ich hier rein? Ist das dein Lädchen? Guckt ja nicht mal. So. Klar, warum nicht? Samuel. Laris! Laris hat sich rasiert. Womit denn? Womit denn?
Ich rede erst mit Lars. Lars ist Ehre. Na endlich bewegst du auch mal deinen Arsch hierher. Was geht? Hier steckst du also, Lars. Wieder auf der Lauer nach fetter Beute? Tja, ein Dieb kann seine alten Gewohnheiten eben nicht so leicht ablegen. Ich hab da eine große Sache am Haken. Ich wette, das wird dich auch interessieren. Das hätte ich dir vorher sagen können. Naja. Du bist ziemlich schnell verschwunden, nachdem wir mit dem Schiff hier angekommen sind. Ich hab nur die angreifenden Piraten vom Deck der Esmeralda aus gesehen und hab mich gleich verdrückt. Die offene Schlacht gegen Piraten ist mehr dein Ding. Ich halte mich lieber im Hintergrund, wie du weißt. Oh ja. Okay. Wo gibt's hier was zu holen? Ich habe einen Job von einem reichen Assassinenhändler angenommen. Er sagt, dass die Schamanen im Tempel 6 sehr wertvolle Goldteller aufgestellt haben. Die will er haben und ist bereit, eine verfluchte Menge Gold dafür abzutreten. Die Quests. Wer ist dieser Händler, für den du arbeitest? Ein reicher Assassin aus der Wüste. Uninteressanter Kerl. Aber er hat Gold. Verstehe. Wie viel bringen dir die Goldteller der Schamanen? Einen riesen Batzen Gold. Da ist genug für uns beide drin, mein Freund. Ich komme in den verdammten Tempel nicht rein. Aber ich weiß, dass du irgendwie alles bewerkstelligen kannst. Bring mir die 6 Goldteller und ich gebe dir dafür einen Haufen Goldmünzen. Wie hört sich das an? Klingt fair. Der Artefakthändler Jared würde sich ein Bein ausreißen, nur um dich mal kennenzulernen. Ich habe schon von Jared gehört. Er macht gute Preise. Ich denke, ich sollte ihn mal besuchen. Mach das. Kannst du meine Diebesfertigkeiten auffrischen? Klar, kann ich. Das weißt du doch. Machen wir auch mal hier ein bisschen. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Falschen. Es sind halt richtig geile Sachen dabei, ne? Eigentlich. Dazu bist du noch nicht bereit. Da muss ich auch Gold abdrücken, ne? Gut. Nur weiter so. Am besten du hältst dich gut. Wie viel brauche ich noch? Dir fehlt es an der nötigen Erfahrung. Okay. Okay, prima. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt wieder Pause und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.